In diesem Sägewerk in Ostwestfalen wurde durch die durchgeführte Ressourceneffizienzberatung der Rohholzverbrauch deutlich gesenkt und es können über 35.000 Kilowattstunden Energie eingespart werden. Den Kontakt zur Effizienzagentur hat die Volksbank Paderborn Höxter Detmold mit Herrn Sigges in die Wege geleitet. Wir schauen immer, gibt es für die jeweiligen Investitionsvorhaben Förderungen im Bereich der zinsgünstigen Darlehen bzw. Zuschüsse. In diesem Fall haben wir das Förderprogramm Progress NRW nutzen können, weil eben durch die Steuerung der Besäumungssäge erhebliche Menge Energie eingespart werden. Das Institut für wirtschaftliche und technologische Unternehmensführung der Hochschule Ostwestfalen-Lippe wurde in den Optimierungsprozess mit eingebunden. Also die Problemstellung war einfach, dass wir dadurch, dass die Besäumensäge etwas schneller gerüstet werden konnte, den Puffer leer gefahren haben und wir nicht genügend Nachschub mit der Gattersäge nachliefern konnten. Und da kam es dann irgendwann wieder zu Stillständen. Diese Stillstände sind natürlich aus wirtschaftlicher Sicht dann sehr schlecht. Und wir haben einfach versucht, die Rüstprozesse so zu synchronisieren, dass wir zu keinen weiteren Stillständen kommen. Also ich als Ingenieur weiß, dass man kein System und keinen Arbeitsablauf nicht optimieren kann. Das ist natürlich ein Vorzeigeprojekt hier, wo man eben zeigen kann, dass sehr kleine Unternehmen auch dadurch, dass sie sich selber auf den Weg machen, ihre Prozesse zu optimieren, sehr viel erreichen können. Fürs Unternehmen bedeutet das eine höhere Ausbeute, dass wir einfach mehr Holz dann einschneiden können, auf Tag und Jahr gesehen, und dass wir einfach wirtschaftlich hier ein besseres Ergebnis erzielen können. Seit der Beratung ist es mit dem Unternehmen deutlich vorwärts gegangen. Die wirtschaftliche Situation, insbesondere Umsatz und Ertrag, haben sich deutlich verbessert. Die getätigten Investitionen werden sich in relativ kurzer Zeit amortisieren und das Unternehmen steht heute deutlich besser da als vorher. Ja, verbessert hat sich auf jeden Fall die Holzausbeute. Wir sind durchaus mit 5 bis 6% haben wir höhere Holzausbeute. Das heißt, unser Rohholzverbrauch ist deutlich gesunken. In vielen kleinen Schritten sind viele Maßnahmen umgesetzt worden. Und man sieht einfach auch, dass die Mitarbeiter mit Freude an der Arbeit dabei sind, weil sie in diesem Prozess auch integriert und involviert waren. Ich hoffe, dass uns die Ideen niemals ausgehen werden. Also es gibt viele Potenziale, die wir nur alle gemeinsam noch beleuchten können.